Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu der 8. Episode von Paintjobs. Und zwar werde ich euch in dieser Episode wieder 5 weitere mega geile Paintjobs für eure persönlichen Autos empfehlen bzw. vorstellen. Und damit kommen wir auch gleich zum ersten Paintjob. Und zwar nennt dieser sich Gun Metal. Und zwar braucht ihr dafür den Lackierungsslitch. Und zwar kauft ihr euch nämlich als erstes die Mattlackierung schwarz, einfach schwarz. Und jetzt wendet ihr, wie gesagt, diesen Glitch an. Jetzt geht ihr auf die Kategorie Metallic, kauft dort aber nichts, geht wieder zurück, noch einmal zurück, noch einmal zurück, ändert jetzt das Nummernschild oder die Scheinwerfer, ist egal, ich mach's mal mit dem Nummernschild. Geht jetzt auf Lackierung, Primärfarbe, und ihr könnt jetzt einen Perleffekt auf diese Farbe auflegen. Welche ist prinzipiell von den Weißtönen egal. Ihr könnt hier Eisweiß oder Frostweiß nehmen, aber ich finde, Eisweiß sieht, ja, ich sag mal so, mehr Gunmetal-mäßig aus. Und als Zweitfarbe dachte ich mir, wenn da so eine ja, Gun ist, sag ich mal, will ich das auch schön dunkel haben. Und ich finde, als Zweitfarbe macht sich das Grau oder das Hellgrau ziemlich cool. Ich favorisiere das Hellgrau, weil es mich sehr stark damit an die Desert Eagle erinnert, was meine, ja, Lieblingspistole ist. Und ja, ich finde den Paintjob auf jeden Fall ganz schön, den sieht man eigentlich ziemlich selten. Also ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. So, und es ist eher so ein ziemlich dunklerer Paintjob. Hier, man sieht hier im Schatten eher diesen Perleffekt, aber man sieht es auch manchmal in der Sonne. Ich finde das vor allen Dingen für sehr dunkle Wagen, finde ich das ziemlich cool. Bei Oldtimer kann das auch mal anwenden, allerdings braucht man da einen Oldtimer, der so viele, ich sag mal, Autokurven hat, dass man den Perleffekt oft genug sieht. Ja, ist ein ganz cooler Paintjob, nicht so der knalligste, aber finde ich auch immer noch ein Paintjob, der ziemlich gut aussieht. Kommen wir zum zweiten Paintjob, und zwar nennt er sich Viper, also wie die Schlange Viper. Und da kauft ihr euch erstmal die Metallic-Lackierung Mitternachtsviolett. Und ja, wenn ihr euch diese gekauft habt, macht ihr da ganz einfach einen Perleffekt drauf, und zwar ist das Perleffekt Limettengrün. So, und als Sekundärfarbe empfehle ich euch hier persönlich, meine lieblingsfavorisierte Farbe ist Limettengrün, weil sich das mit diesem Vipergrün auch ja, ziemlich gut abcheckt. Ich finde, er sieht dem Paintjob Nordlicht relativ ähnlich, aber man muss einfach sagen, dieses Dunkle sieht man noch geil. Also ich finde das wirklich geil. Also man sieht diesen Paintjob nicht oft. Dieses Grün sieht man auch nicht besonders oft. Also es ist ziemlich cool. Als ich den Paintjob das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, komisch, wer macht eine normale, ja, ich sag mal so, dunkle Lackierung auf sein Auto? Aber wenn man das Auto dann in einer guten Sonne steht, dann sieht man richtig diesen grünen Perleffekt, und das sieht halt echt so Viper-mäßig aus. Und als Zweitfarbe dieses Limettengrün, das verstärkt diesen Perleffekt noch. Das kann ich euch allgemein empfehlen, wenn ihr einen Paintjob gefunden habt, den ich beispielsweise noch nicht aufgelistet habe, den ihr mega geil findet. Dann schreibt ihr mir doch entweder in die Kommentare, oder ihr könnt auch hier die Sekundärfarbe mit dem Perleffekt gleichsetzen. Das heißt, Sekundärfarbe und Perleffekt sind die gleichen Farben. So wird der Perleffekt nämlich noch verstärkt. Hier im Schatten sieht man auch sehr grün, sehr schön dieses Grün. Und ja, kommen wir damit gleich zum dritten Paintjob. Und zwar heißt dieser Murky Water. Und zwar kauft ihr euch dafür erstmal die Metallic Lackierung Bison Braun. Ja, das ist so ein Paintjob, würde ich sagen, der ist ziemlich speziell, weil man macht ja nicht einfach mal so einen braunen Paintjob. Also braunen Paintjobs verstehen benutze ich selber auch eher selten, aber mit diesem Perleffekt, der darauf kommt, sieht das echt ziemlich cool aus, und es hat dann gar nicht mehr so viel mit braun zu tun. Und zwar packt ihr da einen blauen Paintjob drauf, und zwar nehmt ihr den Blauton Ultrablau. So, und wenn ihr das gemacht habt, seht ihr schon, das sieht ziemlich gut aus. Und natürlich würde ich auch noch eine Zweitfarbe empfehlen. Und zwar finde ich da ganz gut hier dieses Wüstenbeige, weil es halt dazu passt. Also Murky Water steht ja so für dreckiges Wasser. Aber ich finde, diesen Paintjob ist auf jeden Fall mal cool. Also da habe ich mal wirklich mal so, da hatte ich wirklich sowas wie so eine, ja, ich sag mal so crazy Phase. Also habe ich wirklich mit allen möglichen Tönen rumexperimentiert. Vor allem braun, weil ich finde, braun sieht man eigentlich gar nicht. Das finde ich sehr schade, weil mit Braun kann man einige ziemlich gute Paintjobs machen.
Und ja, ihr werdet auch noch mehrere Paintjobs mit Braun in den nächsten Episoden sehen. Aber diesen Paintjob finde ich halt ziemlich cool. Das ist halt so ein dreckiges Wasser, das dreckige Wasser, das Braun für das dreckige und das Blau für das Wasser. Finde ich halt ziemlich cool. Ist auch wieder so ein Paintjob, würde ich sagen. Der ist nicht knallig, aber der ist wirklich was für Kenner. Also, meiner Meinung nach ist das wirklich ein Paintjob, der ist richtig cool. Ja. Also, für manche sehen jetzt, ist irgendwie so ein eher einfaches Ding. Aber ich finde ihn halt ziemlich cool, weil der etwas echt Besonderes ist. Also, mit Braun habe ich echt noch gar kein Auto gesehen. Dann mit so einem Paintjob drauf, das sieht schon ziemlich cool aus. Kommen wir nun zum vierten Paintjob, und zwar nennt dieser sich Milchschokolade. Und ja. Der ist eigentlich ziemlich einfach zu machen, und zwar kauft ihr euch dafür einfach die Metallic-Lackierung Schokoladenbraun. Also das passt irgendwie schon so ein bisschen. Und ja, also Milchschokoladenbraun und Schokobraun, das passt doch irgendwie. Und dann benutzt ihr da einfach den Perleffekt Creme, also die Farbe Creme. Das ist wirklich eine Farbe. Das finde ich ziemlich lustig, weil das was Besonderes ist. Dieses Weiß ist halt ein besonderes Weiß, und ich würde hier das Creme-Weiß empfehlen und als Zweitfarbe auch das Wüstenbeige lassen. Und ich finde, das ist auch so ein, ja, ich würde sagen Milchschokolade, aber man kann es halt auch fast schon als Metall werten, so als ja, Bronze würde ich jetzt nicht direkt sagen, ziemlich dunkel Bronze. Aber ich finde den Paintjob halt ganz cool. Der ist, wie gesagt, auch wieder so ein braun Paintjob, aber eher ein etwas hellerer, nicht so ein farbenfroher, sag ich mal. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht so toll. Also ich finde ihn gut, aber es ist nicht mein persönlicher Favorit. Er ist für was? Für Leute, die individuell sein wollen und nicht gerade so einen, ja, ich sag mal, so knalligen Auftritt haben wollen. Klar, dieser Paintjob ist gut. Nicht persönlich nicht mein persönlicher Liebling. Aber trotzdem denke ich, kann man sich den mal machen. Sieht auf jeden Fall so aus wie so ein Kakao oder so eine Milchschokolade. Kommen wir nun zum absoluten letzten Paintjob, und zwar nennt dieser sich Droid, also Droide. Und zwar braucht ihr da wieder den Lackierungsslitch für, und da kauft ihr euch mehr erstmal die Matt, Entschuldigung, Mattlackierung hellgrau. Und wenn ihr das gemacht habt, macht ihr wieder den Glitch. Das heißt, ihr geht in die Kategorie Metallic, geht wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, kauft euch nur ein anderes Nummernschild, geht auf Lackierung, Primärfarbe, und jetzt könnt ihr einen Perleffekt drauf anlegen. Und dieser Perleffekt ist in unserem Falle rot. Also man muss immer so sagen, das möchte ich noch mal kurz anwähnen. Wenn man auf Mattfarben bzw. allgemein Paintjobs hat, wo man den Perleffekt rot benutzt oder Torino-Rot, ihr seht ja schon, es gibt hier ganz viele Rot, dann heißt das nicht immer, dass ihr den aus dieser Folge nehmen müsst. Das ist auch eine Sache, finde ich. Da könnt ihr selber ziemlich gut gucken, weil die ganzen Rottöne unterschiedlich aussehen. Ich persönlich finde aber, Rot sieht hier am besten aus, und es ist halt ein ziemlich cooler Paintjob. Und als Zweitfarbe würde ich euch einfach mal das Weiß empfehlen, das sieht gut aus. Aber ich finde auch, dass dieses Mitternachtsviolett ziemlich gut ist, obwohl mein persönlicher Favorit auf diesem Paintjob immer noch Schafter Lila ist. Auch Rot sieht hier ganz gut aus, was auch gut ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich finde, das ist fast schon sowas wie so ein Ferrari-Rot. Also es ist jetzt nicht so ein Rot, aber ich finde, es sieht ziemlich Ferrari-mäßig aus, und ich finde es ein Paintjob ziemlich cool, weil diesen sieht man auch nicht so oft. Das hat schon fast was von so einem Lachsrosa, könnte man sagen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch so ein Paintjob, der nicht so knallig, aber halt individuell ist. Und ich würde auch sagen, dass das so ein Paintjob ist, die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Also man müsste auch erst ein bisschen gucken. Allerdings, dieser Paintjob ist auch einer meiner favorisierten Paintjobs. So, das war's von meinem Video. Ich kann nur noch mal ausdrücklich erwähnen, wenn ihr liked oder abonniert, wird es immer mehr Paintjob-Folgen geben. Ich bin raus, Leute, und ciao.